Herzlich willkommen, wir haben offensichtlich weitere muslimische Freunde hier. Mustafa, möchtest du noch einmal auf die Bühne kommen, bitte? Keine Aufregung. Im Gegenteil. Liebe Polizeibeamte, falls von unseren Freunden jemand etwas sagen möchte, ist er herzlich willkommen. Denn wir stehen hier für jede Art von kollektiver Unterdrückung und Gewalt gegen Minderheiten, selbstverständlich auch für die Verfolgung. Also wir sind gegen die Verfolgung von Palästinensern. Wir sind gegen jegliche Minderheitenverfolgung. Und wir sehen den Menschen immer als Menschen. Der Staat Israel ist nicht gleich mit den Juden und mit den Menschen in Israel. Wir haben hier Ben auf der Bühne gehabt. Ben ist ein, wie alt bist du? 15? Ein 15-jähriger junger Mann, der sich freut auf ein Leben in Frieden und Freiheit. Und ihm die Schuld zu geben an der Verfolgung der Palästinenser ist genauso verrückt, wie es verrückt war, vor Jahrzehnten den Juden die Schuld am Übel in der Welt zu geben, oder genauso verrückt, wie es heute ist, das zu tun. Ich wiederhole meine Einladung. Wenn von euch Palästina-Aktivisten jemand das Wort haben möchte, dürft ihr gerne bei uns sprechen. Wir sind offen. Mustafa, bitte übernimm mal kurz hier das Wort. Brauchen wir jetzt eh nicht mehr. Ja, wäre Frage. Nein, lassen. Das Einzige, wo wir heute nicht offen sind, ist rechts. Wir sind nicht rechtsoffen. Das wird immer hier vorgeworfen. Nazis haben hier keinen Platz. Palästinenser sind natürlich mitkommen. Wir haben hier eine Israel-Flagge. Die Jungs haben eine Palästina-Flagge hier. Da wir gemeinsam für uns sind, können wir... Julius an Bord. Darf ich vorstellen? Julius Lutz-Picardus, ein parteifreier sozialdemokratischer Friedensaktivist aus Wien. Wir würden gerne die jungen Herrschaften einladen, die Flagge zur Israel-Flagge zu hängen, damit wir gemeinsam ein Zeichen setzen, dass die Gewalt auf beiden Seiten sofort aufzuhören hat. Wir wollen keine Ungerechtigkeiten schaffen, wir wollen hier gemeinsam für Frieden einstehen. Ich meine das sehr ernst, was ich gerade gesagt habe. Wir sind gegen jede Verfolgung, gegen jede Gewalt, ganz besonders auch gegen unmenschliche Situationen in Palästina und in anderen Ländern der Erde, die nicht Israel und nicht Österreich sind, überall auf der Welt. Und deswegen meine ich das sehr ernst und werde mich dafür einsetzen, die Palästina-Fahne neben die Israel-Fahne zu hängen und die Menschen, die hier für die Freiheit Palästinas auftreten, auch bei uns willkommen zu heißen. Das ist keine Show-Aktion, das meine ich sehr ernst. Und ich würde mich freuen, wenn uns dieses Zeichen heute, ausgerechnet hier in Mauthausen, gelingen kann. Bravo! Wir stehen hier heute, um die Opfer des Holocaust zu gedenken. Natürlich, wir können jetzt hier schwer etwas ändern an Konflikt, der im Nahen Osten passiert. Aber es ist klar, dass wir nicht hier jetzt gegeneinander hier kämpfen müssen, sondern es ist das Problem, dass der israelische Staat auch keine Lust auf Volksaktion hat. Dabei werden die Menschen in Israel oder in Palästina gar nicht einmal zu Wort gelassen. Es wird hier im Nahen Osten ein Krieg provoziert, welcher von dem Staat gewünscht ist, nicht von den Menschen. Wir haben mit den Aktivisten, die hier mit Palästina-Fahne gekommen sind, gesprochen. Wir fühlen uns durch sie nicht bedroht, in keiner Weise. Es ist auch nicht vorgesehen oder notwendig, dass wir voneinander getrennt werden müssen. Es handelt sich hier nicht um Gegendemonstranten. Nee. Wir haben klar gemacht, wir alle stehen hier gegen jede Diskriminierung, gegen jede Gewalt, gegen jede Ermordung von Menschen.
von unschuldigen Zivilisten. Und zwar ganz egal, ob in Österreich durch die Nazis, in der Sowjetunion durch Stalin oder in Israel durch Netanyahu und andere machthungrige Politiker. Wir haben im Vorfeld alle Menschen eingeladen, egal welchen Glauben, egal welche Nationalität. Und es sind Menschen palästinensischer Herkunft unserem Aufruf gefolgt. Wir haben hier eine Versammlung, auf der Menschen gegen Gewalt, gegen Verfolgung auftreten. Und dann auf der Bühne. Wer bist du? Ja. Hallo, ich bin Maria, ich komme aus Palästina. Also, ich weiß was hier. Bitte einfach das, dann kannst du frei sprechen. Wir haben hier keine Zensur. Du bist herzlich willkommen als Rednerin für eine Versammlung. Ich freue mich, dass du da bist. Danke. Also. Ich bin die Maria, ich komme aus Palästina und lebe schon seit 6 Jahren in Österreich, in der Pause. Also, ich weiß schon, was hier passiert ist mit den Juden. Und ich war schon oft bei der Gedenkstätte Mauthausen und ich weiß ganz genau, was hier passiert ist. Und ich sage es, das war sehr schrecklich, was passiert ist. Und wir wissen das alle. Und viele Leute glauben, dass wir die Juden hassen. Das ist überhaupt nicht so. Es gibt palästinensische Juden. Wir hassen keine Juden. Alle Religionen sind gleich und wir sind alle Menschen. Dankeschön. Also, ihr wisst, glaube ich, alle schon, was jetzt in Palästina passiert. Die Juden wollen ein Land haben. Das wissen wir. Aber ich sage jetzt nicht alle, aber die meisten wollen uns unser Land wegnehmen. Das ist schon ein bisschen schlecht, oder? Also wir haben das Recht, um in unser Land zu leben. Also wir im Jahr 1948, meine Großeltern haben aus Palästina flüchten müssen. Und ich war jetzt schon 2 Mal Flüchtling. Ich war in Syrien schon ein Flüchtling und in Österreich ein Flüchtling. Und ich habe mein Land bis jetzt noch nie gesehen. Und ich will nur sagen, dass wir auch das Recht haben, um ein Land zu haben. Wir sind gegen Kämpfen. Und Dankeschön. Sagst du mir nochmal deinen Namen? Maria. Maria Mohammed. Maria Mohammed, ist es für dich okay, wenn Ben mit uns auf die Bühne kommt und ihr beide miteinander sprecht? 2 jugendliche Menschen, die Zukunft dieser Erde. Palästina und Syrien im Gespräch miteinander. Ihr habt das Wort. Also erstmal will ich sagen, es sind nicht die Menschen, sondern der Staat Israel, die dieses Land nehmen wollen. Aber die Menschen können schon was dagegen tun. Also akzeptiert ihr das, dass einen anderen den Land weggenommen wird? Ist das zum Akzeptieren? Das geht ja nicht, oder? Akzeptierst du das? Also,
Ich persönlich schon, aber ich lebe nicht in Israel. Ich weiß nicht, wie die Leute dort. Ja. Es kann jeder nur für sich selbst sprechen. Du sagst, du akzeptierst es und das verdient einen Applaus. Und ja, ich stimme dir zu, Maria. Die Menschen müssen etwas tun. Man kann sich nicht ausreden darauf, das ist meine böse Regierung. Wenn man Unrecht sieht, muss man dagegen auftreten, egal in welchem Land. Wenn man sieht, dass Menschen verfolgt, diskriminiert, gehasst werden, muss man dagegen auftreten. Und egal, wo das auf der Welt passiert und egal, welche Menschen davon betroffen sind. Und der heutige Tag ist ideal dafür geeignet, dieses Friedenszeichen zu senden. Wir sprechen uns aus gegen Mord an Unschuldigen, egal aus welchem Grund, gegen Landraub, gegen Verfolgung. Und wir rufen alle Menschen dieser Erde auf. Tretet so wie wir für den Frieden auf. Geht auf die Straße und wehrt euch, wenn eure Regierung Unrecht tut. Auch in Israel. Ich glaube, es ist jetzt von den Jüngsten zu viel verlangt, diesen Konflikt zu lösen. Ich verstehe die Haltung, die emotionale von den Kindern. Nur wir sollten uns gemeinsam ein Vorbild an diesen Kindern nehmen, wenn sie ihre Vorteile überwinden können, in einen Dialog starten können, dann können wir Erwachsenen das auch, weil wir aus den Fehlern der Geschichte gelernt haben, weil wir die Geschichte nicht nur kennen, sondern tatsächlich aus den Fehlern gelernt haben. Und es ist nicht die Verantwortung der Kinder, es ist nur an uns, jetzt dieser Vorbildwirkung nachzukommen. Ich will noch zum Schluss sagen, dass wir es verdienen, ein Land zu haben. Wir verdienen es, ein Land zu haben. Jawohl. Jeder Mensch verdient ein Land. Jeder Mensch dieser Welt. Auch wir. Am Pass steht bei uns, dass wir staatenlos sind. Das akzeptiere ich nicht. Das ist ungerecht. Wir haben keinen Staat. Und wir verdienen unseren Staat. Und ich will sagen, Free Palestine und Palästin bleibt immer. Und Dankeschön. Free Palestine! Free Palestine! Maria? Vielen Dank, Maria. Das war sensationell und unglaublich wichtig, was ihr beide gerade getan habt.